Guten Tag und willkommen zur 13. Folge The Bard's Tale 4. Ja, hier vorne bauen sich Leute vor mir auf, die grüne Lady. Die sieht ja cool aus, viel cooler als ich. Hat ja schon gesagt. Übrigens habe ich noch gar nicht gedacht, dass ich hier die Gruppe schön sortieren kann. Hat ja schon gesagt, dass die Figuren hier vorne komisch aussehen. Wenn man jetzt hier diesen neuen Song macht, sind die so grün. Wobei hier alle grün sind, um ehrlich zu sein. Naja, wir gehen jetzt mal näher ran an die Geschichte. Wahrscheinlich gibt es jetzt einen Kampf. Erstschlag. Was kann er nicht? Okay. Boah. Ah ja, alles Verwandelte. Yeah, time to hide. Here. Was kann sie so? Sie hat 6 Zauberpunkte insgesamt, aber nur einen aktiv im Moment. Hat auch Drachenodem, ist also ziemlich so wie meine. Head exploding. Blitzbolzen kann sie, das ist natürlich sehr nützlich. Und wird auch ein Zauberpunkt wegen innerer Macht. Dann wechseln sie mal die Position. Und der noch Zauberpunkte gehabt, okay. Der hat aber jede Menge Zauberpunkte noch, so wie ich das hier sehe. Okay, jetzt warte mal. Also hier ist auf jeden Fall Blitzbolzen. Das Mittel der Wahl. Dann könnte ich natürlich auch mal hier den Platz wechseln und da gleich nochmal Blitzbolzen hinterher schieben. Ja. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Ready. Snakes in my... Also mit 2 Magiern ist natürlich schon eine feine Sache, weil die ja ihre eigene Währung quasi haben und das schon gut Schaden machen können jetzt von hinten. Und wenn sie dann noch diese kritischen Dinger bekommen, dann mal sowieso. Ja, die Gruppe ist ja schon ziemlich stark, wenn es mal 6 Leute wären. Ne, Kumio. Eine Spitzhacke. Yes, if you. Ach, jetzt geht es plötzlich. Ach, jetzt geht's plötzlich. Ich werd bekloppt. Aha. Ah ja. Das, habt ihr das gerade gesehen? Habt ihr das gerade gesehen? Das ist doch ein Witz, dass ich dem sein Inventar sortieren muss und wenn ich es nicht richtig sortiere, kriege ich das Teil, was er in seinem Inventar hatte, selbst in mein Inventar gelegt und kaufe es quasi. Habe ich jetzt nicht sogar Geld verloren gerade? Jetzt jede Menge sogar, aber Moment mal. Also, weiß ich nicht. Also das ist ja nicht schön. Das ist unschön. Weiß auch gar nicht, was man hier verkaufen darf oder soll. Hm.
Ja, keine Ahnung. Ich will jetzt mal spontan gar nichts verkaufen. Sogar einen Haferbrei kann man vielleicht gebrauchen. Ja. Und verkaufen? Was hast du da für ein Zeug? Plattenharnisch für 700. Die Stiefel könnte ich mir leisten, wenn jemand sie tragen könnte. How may I help? Was aber keiner kann, offensichtlich. Gehörnter Motrin Berserker. Das hört sich auch alles super an. Es hört sich alles insofern super an, als dass das ewig geile Items sind. Aber Problem ist, man sieht es am Charakter nicht. Man sieht es im Spiel ja sowieso nicht. Was auch komisch ist, weil ich sehe ja hier unten das Porträt von denen. Und ich sehe es auch nicht am Charaktermodell. Es ist eigentlich insgesamt scheiße gemacht. Einer meiner Zuschauer hat tatsächlich das Wort Kacke verwendet. It cannot be. Friends, I have a terrible feeling that this trail leads to my own. Und diese Bezeichnung, diese Einschätzung, die würde ich direkt teilen. So, was will sie denn jetzt hier? Was ist das? Was soll das Gejammer? My neighbor turned in his wife to the paladins, named her a witch. Maybe you should talk to her. Wieder so ein Mist hier. Ich kann gar nicht so viel stöhnen, wie ich gern stöhnen möchte. Ist die Tür schon auf? Was hat das da mit dem vierten Ding da oben zu tun? Ach. Ich frag besser nicht. We've had since the days of Tarjan. Wir sind jetzt hier auf dem richtigen Weg, oder? Was sagt denn unser Gebläse hier? Da. Da müssen wir hin. Stop! I know the parents of the taken children, and these are not they. I fear these are more of a cover. Ja, ja. Ihr wisst Bescheid. So. Einmal ballern. Zweimal ballern. Und noch ein drittes Mal ballern. Tell me. Kriegst du eine Kopfnuss hin bei dem? Nee, aber bei dem nach vorne. Ready. Und du? I go. Hey! Got him! Out of my way. Das schreckt mich nicht. Snakes in my head. My head. My. Yes. Trifft er nicht, gell? Ready. Du könntest ja mal dahin laufen. What are we doing? My
Hilf! Mein Die Zauberin steigt schon bald das nächste Level auf. I will pray for their souls. Now, let us see who awaits us within. It is as I feared. They have brought the children to my home. Why? Allein die Stimme macht mich schon aggressiv von der. Was ist da noch? Ein bisschen Crafting machen, was meint ihr? Fässchen können wir machen, guck mal. Und aus den Fässchen können wir Fässer machen. Ach nee, nicht Fässer, Faser. Entschuldigung. Gewürzkräuter. So, und jetzt machen wir die richtig schönen Sachen. Heiltränke natürlich. Und vergisst nicht die belegten Brote. Schön mit Washed. Bisschen Washed drauf. Und ein Steak ist auch noch drin. Junge, Junge, Junge. Das große Fressen findet hier statt. Entschuldigung, ein bisschen Galgenhumor. Also bei den Mengen, die es hier an Essen gibt, möchte ich vielleicht mal anmerken, dass man sich das ganze System mit dem Craften von Essen vielleicht hätte auch sparen können, denn zwischen den Kämpfen wird hier wahrscheinlich keiner verhungern und an zu wenig Lebenspunkten sterben, außer man vergisst's. Aber das hat jetzt nichts mit der Menge zu tun. Ah ja. So, bevor wir in das Haus gehen, möchte ich gerne mal gucken, was hier Stand der Dinge ist. Ein Kraut! Ja, guck mal. Endlich. Wir haben keins mehr gefunden. Ah, schon wieder so ein Ding. Das macht mich immer ein bisschen... Also da habe ich echt einen Zwiespalt, gell? Weil ich immer denke... Noch vielleicht speichern können. Man weiß nicht, was einen erwartet. Das werde ich vielleicht irgendwann bitter bereuen. So, hier unten waren wir schon, ne? Das ist nichts Neues. Ne, das ist doch was Neues. Da hinten war der Baum. Oder dieses Ding da. Oder ist es da hinten der Ausgang nach unten? Nein, das ist doch was Neues hier unten. Unglaublich. So, gehen wir rein. Das Haus der grünen Zauberin. Jetzt wird's interessant. Das sieht aber schön aus. Verfolgt ihren Führer. Wer sind denn die Entführer? Was sind das für welche? Das sind doch aber hier solche Trog, oder wie die heißen. Trog, Entschuldigung. Okay. Gibt's jetzt nur gegen einen? On your word. Ready? Der scheint noch ein bisschen besser zu sein. You've had your turn. Now it is mine. Noch ein Kritiker. Und noch ein Kritiker. Und dann bist du tot, mein Freund. Head. Ja. Pounding. Your blood will water the roots of the willow. Was ist das? Leichtsinnig. Natürlich blöd, dass ich jetzt einen Turn zu Ende machen muss. Ui. Ui. Das ist jetzt ein bisschen. Selbstrad protects me. Das ist ein bisschen anspruchsvoller jetzt. Jetzt hat sie die Haltung verloren. Die Kontenance hat sie quasi verloren. Yep.
Ja, hau mal drauf, Mann. Yeah. Und du bitte auch. Das ist hier nicht zum Spaßen. Eine Haltung. Confused? Yeah. What? Come Quatsch. Then. Das ist ein ganz linkes Ding, was du hier abgezogen hast. Das sag ich dir. Nur eine Illusion. Achso. Was wir jetzt allerdings verpasst haben, ist den da hinten die Meditation wegzunehmen. Oder Konzentration, besser gesagt. Das kann sich noch rächen. Wir werden sehen. Out of my way! Okay, macht er nichts. Der Dummlapp. Oh, das war unclever. Also die Haltung behält er scheinbar. Das ist wohl etwas, wo er mehr Schaden mitmacht. Mal kritisch. Also das ist die beste Fähigkeit im gesamten Spiel, meiner Ansicht nach, bislang. I await your pleasure. Okay, der Kampf war jetzt ein bisschen anspruchsvoller. Tatsächlich. Won't be mourning for you. How distasteful. Please do not think this fool represents all elvenkind. She was a renegade, who believed all other races to be slaves, and herself and her friends to be gods. Now please, let us free these poor children. Woher weißt du das denn? Du kennst doch die Frau gar nicht. Also bevor ich jetzt die Kinder befreie, gucke ich jetzt erstmal schön nach Loot, gell? So, schön Level up. Na gut, also dann. We were fighting over who got to keep us. I want to go home! I want to go home! Even now they fear me. The exiles have succeeded. Those that need my help the most. Wir sollten am Ende bekommen. Ungrateful. Söldnermünze bedeutet. Bedeutet, dass ich jetzt meinen eigenen Charakter erschaffen kann. Das ist ja nett. Ob ich das aber noch will, weiß ich nicht. Was ist denn das hier? Eine geheimnisvolle Karte. Eure inneren Streitigkeiten sind uns gleichgültig, Elf. Denkt an eure Befehle. Die grüne Zauberin soll nicht getötet werden. Die Leute müssen glauben, sie sei die Verführerin. Führt sie zu ihr. Zeigt ihnen die Kinder im Käfig und der Hass. Besorgt den Rest. Gaufreu. A map of some kind. I cannot tell what it indicates, however. Perhaps Rabbi will know. Yes, Rabbi will know. This Gaufreu is known to us. A human sorcerer. What could convince the bigots of the court of Yew and Willow to take orders and insults from a human? The prize they seek must be great indeed. We must bring this note to Rabbi. Dieses Gelaber da. Himmel. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie eine Abkürzung zum Rabbi nehmen können. Wahrscheinlich nicht. Müssen wir jetzt irgendwie außen rumlaufen, um wieder runterzukommen. Doch. Ah!
Guck mal. So muss sein. So ist gutes Spieldesign. Sehr gut. Passt auch ganz gut zum Ende unserer Folge. Einwandfrei. Versammelt eine Gruppe um die... Was? Wo bin ich jetzt hier? Ach, da bin ich ja ganz in der Nähe. Automap sei Dank. Da komme ich immer noch nicht durch, ne? Nee. Cool. Ah, jetzt könnte ich auch hier speichern. Lasst uns reingehen. Der sieht krass aus. Wenn meine Charaktere auch mal so aussehen würden hier. So. Ich speichere. Dann in der nächsten Folge Rabbi und Review Board, damit ich mal Level aufsteigen kann und so weiter. Aber alles in der nächsten Folge heute oder zumindest jetzt nicht mehr. Bis dann, macht's gut. Tschüss.